Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Schaute und ich sagte, so, fangen wir an. Ihr könnt ruhig noch ein Stück aufrücken, wir haben hier ganz viel Platz. So, das hat doch richtig Spaß gemacht. Das ist eine wunderbare Kulisse, man sieht mal was anderes. Ja, ich werde am Ende noch ein paar Worte sagen. Es gibt ja eigentlich, es ist alles gesagt und es gibt trotzdem wieder ganz neue Sachen zu sagen. Ich habe vor einigen Wochen gab es einen interessanten Artikel in New England Journal of Medicine. Das ist eines der angesehensten Journals, Fachzeitschriften für Medizin weltweit. Dort wurde eindrucksvoll belegt, dass zwei Impfungen gegen die neuen Varianten BA112, BA4 und BA5 praktisch wirkungslos sind. Eine schwache Wirkung der dritten Boosterimpfung verpuffte bereits nach wenigen Wochen. Diese neuen Varianten, die sich jetzt überall verbreiten, sind sogenannte Escape-Varianten. Das heißt, sie werden von den neuen Antikörpern, die unser Immunsystem bildet, überhaupt nicht mehr neutralisiert. Welche Konsequenzen hat das? Nun, ich denke, wir sehen es alle gerade, welche Konsequenzen das hat. Der Dekan der medizinischen Fakultät, der Virologe Professor Kreuzlich, hat vor einigen Tagen in einem Interview im SWR gesagt, ich zitiere wörtlich, wir sehen in Baden-Württemberg und bei uns in der Region das Gleiche, was wir generell in Deutschland und in anderen Ländern sehen. Den deutlichen Anstieg der Fallzahlen durch die BA5-Variante, die sich jetzt durchgesetzt hat. Wir erleben, dass auch im täglichen Betrieb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Klinikum, im Forschungsbereich und in der Fakultät durch Corona-Infektion überall ausfallen. Was für eine Überraschung. In ganz Deutschland und in anderen Ländern sehen wir also den Anstieg von Corona-Fällen unter Mitarbeitern in Krankenhäusern. Der Ärzteverband Marburger Bund schlägt Alarm. In einigen Kliniken können Stationen, Notaufnahmen und Rettungsdienst wegen dieser Ausfälle nicht mehr betrieben werden. Ja. Das dramatischste Beispiel haben wir alle vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen. Das ist in der Zeitung nicht, also ich weiß nicht, in der Zeitung stand es auch. Wir haben es natürlich nicht in der Zeitung gelesen. Wir haben das gesehen am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, also dem UKSH. Das meldete Ende Juni, ich glaube es war um den 30. herum, einen sogenannten Corona-Notstand. Es gäbe eine sprunghafte Zunahme von Covid-erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am vergangenen Freitag waren am Uniklinikum Schleswig-Holstein 479 Mitarbeitende in Isolation. Ich frage mich, hat sich das UKSH nicht auf die Corona-Welle vorbereitet? Doch, hat's. Auf der Homepage der UKSH lesen wir nämlich Folgendes. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, wörtlich, wird seiner Vorbildfunktion im Gesundheitswesen gerecht und kann zum Inkrafttreten der berufsbezogenen Corona-Impfpflicht zum 15. März 2022 eine Impfquote von 97,1% vermelden. Bravo, gut gemacht. Und der Vorstandsvorsitzende der UKSH, Jens Scholz, einige kennen ihn vielleicht als Bruder unseres Bundeskanzlers, sagt dazu wörtlich Folgendes. Diese hervorragende Quote zeigt, UKSH-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen Verantwortung. Denn als Expertinnen und Experten für Medizin und Wissenschaft wissen wir, die Impfungen sind sicher und im Rahmen unseres Hygienekonzepts das beste Mittel, vulnerable Gruppen, aber auch uns selbst und unsere Umwelt zu schützen. Bravo. Die Mitarbeiter am UKSH übernehmen keine Verantwortung. Sie wurden erpresst.
Dass die Mitarbeiter gehorchen, wenn man ihnen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes droht, ist für Herrn Jens Scholz offenbar ein Grund zu feiern. Ihnen, Herr Scholz, sage ich Folgendes. Wenn das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein seine Vorbildfunktion im Gesundheitswesen wirklich gerecht werden will, dann soll es in gute Pflege investieren, sich für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung von Mitarbeitern einsetzen. Dann hätte man vielleicht genug Personal, um in solchen angespannten Situationen nicht gleich ganze Abteilungen schließen zu müssen. Vielleicht fragt Herr Scholz ja mal seinen Bruder, Olaf Scholz, woher eigentlich die 100 Milliarden kommen, die er gerade in militärische Aufrüstung gesteckt hat. Vielleicht sind da ja noch ein paar Milliarden mehr, die man sinnvoll in unser Gesundheitssystem investieren könnte. Ich würde vorschlagen, wir nehmen schon mal die Milliarden, die unser Gesundheitsminister in die Fortsetzung der Impfkampagne stecken will. Eine Impfkampagne, die uns als Rückweg in die Normalität versprochen worden war und sich spätestens jetzt für alle als kompletter Fehlschlag entpuppt hat. Vor diesem Hintergrund lädt das Uniklinikum Heidelberg zum diesjährigen Sommerfest am kommenden Freitag ein. Auf der Homepage der Uniklinik steht, endlich heißt es wieder, gemeinsam Spaß haben und feiern beim UKHD Sommerfest 2022. Auf der Homepage finden wir auch die Hygieneregeln für dieses Sommerfest. Der Einlass ist nur mit tagesaktuellem negativen Antigen-Schnelltest möglich. Offenbar haben die Verantwortlichen an der Uniklinik die Realität akzeptiert, dass die sogenannte Impfung gegen Covid nicht vor Covid schützt. Man sollte eigentlich erwarten, dass die Verantwortlichen an der Uniklinik die logische Konsequenz ziehen werden und damit endlich die sinnlose Diskriminierung von sogenannten ungeimpften Mitarbeitern endgültig beenden. Aber natürlich tun sie das nicht. Ein bisschen Diskriminierung muss natürlich schon sein. Die Ungeimpften ganz auszuladen, wie die Berliner Charité, hat man sich offensichtlich nicht getraut. Sorry, ich werde hier attackiert. Das ist bestimmt eine Biene vom Geheim. Ja, das ist vom Verfassungsschutz. Ja, stimmt. Eine Nano-Drohne. So. Genau, die Ungeimpften auszuladen wie in der Charité hat man sich offensichtlich nicht getraut. Aber die sogenannten Ungeimpften müssen natürlich offizielle und kostenpflichtige Tests vorweisen, wenn sie mitfeiern wollen. Den Geimpften vertraut man hingegen. Bei ihnen reicht allein die Angabe, man habe einen Antigen-Schnelltest selbst durchgeführt. Die Geimpften bekommen diese Tests natürlich auch vom Arbeitgeber bestellt. Die Ungeimpften müssen dafür 3,50 Euro zahlen. So wird Ungehorsam bestraft. Fragt man nach, warum das so ist, wird man immer nur nach oben verwiesen. Die Anordnung kommt ja von der Leitung. Ich kenne das von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da wurde ich auch bei jeder Frage immer weiter nach oben verwiesen, bis irgendwann jemand mal da war, der überhaupt Fragen beantwortet hat. Nun gut, wir haben ganz oben nachgefragt. Wir haben die Verantwortlichen in der Klinikleitung aufgefordert, uns eine medizinische und wissenschaftliche Erklärung zu liefern, warum sie an der Ungleichbehandlung sogenannter ungeimpfter Mitarbeiter festhalten. Wir werden unser Schreiben, das wir gestern abgeschickt haben, und die Antwort, so wie dann eine bekommen, veröffentlichen. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin sehr gespannt auf die sachliche und vernünftige Begründung der Leitung. Bis dahin kann ich nur jeden auffordern, am Sommerfest der Uniklinik Heidelberg nicht teilzunehmen. Wenn man nachfragt, warum es eigentlich Diskriminierungen an der Uni gibt, erhält man als Antwort in der Regel, so ist die Anordnung. Das ist die neue Corona-Verordnung oder ähnliches. Die Menschen sagen also, sie akzeptieren und exekutieren Verantwortung, wenn sie Diskriminierung, sie exekutieren Diskriminierung, wenn sie ihnen vorgeschrieben wird. Natürlich auch in einer Demokratie, auch in einer freien Gesellschaft muss es Autoritäten geben. Aber autoritäres Handeln muss in einer Demokratie immer transparent sein und nachvollziehbar begründet werden. Und wie ist das in der Idiokratie? Und als verantwortliche Bürger müssen wir uns in unserem Reden und Handeln immer zu dieser Autorität positionieren. Der Verweis auf Anordnungen und Verordnungen kann für einen mündigen Bürger niemals ausreichend sein. Besonders dann nicht, wenn die Würde und die Freiheit von Menschen betroffen ist. Niemand kann sich auf Autorität berufen, wenn es um diese Fragen geht. Sonst werden wir zu Untertanen und zu Mitläufern. Es gibt Menschen, die andere aufhetzen. Und es gibt Menschen, die sich aufhetzen lassen. Aber es gibt vor allem sehr viele Menschen, denen die Diskriminierung anderer einfach nur gleichgültig ist. Von solchen Leuten hören wir dann zum Beispiel, die Diskriminierung von Ungeimpften ist gar keine echte Diskriminierung, weil sie sich ja jederzeit impfen lassen könnten. Dann würden sie auch nicht diskriminiert werden. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, die Unterdrückung Andersdenkender in der DDR war ja gar keine echte Unterdrückung von Menschen, weil die ja jederzeit hätten aufhören können, anders zu denken. Dann wären sie auch nicht länger unterdrückt worden. So einfach ist die Welt heute für viele geworden. Mit einer solch bestechenden Logik kann man natürlich auch kein Problem haben mit der Impfpflicht. Ungeimpfte werden ja nicht bestraft, sie bestrafen sich letztlich selbst. Heute Morgen habe ich bei der Uniklinik angerufen und ich habe mich erkundigt, warum es für Ungeimpfte und Geimpfte unterschiedliche Testregeln gibt. Die Person am Telefon war sehr freundlich, wusste es nicht und riet mir, mich an die nächsthöhere Instanz zu wenden, weil letztlich kommt das ja von der Leitung. Bestimmt wegen dem Gleichstellungsgesetz. Aber ich frage mich, warum kommt diese nette Person, warum kommt die nicht auf die Idee, selber mal nach den Gründen zu fragen? Wenn sie es nicht weiß, na, es ist ihr letztlich egal. Es ist ihr einfach egal, weil sich die Menschen an die Diskriminierung sogenannter Ungeimpfter längst gewöhnt haben. Dieses Spiel habe ich an der Unimedizin Mannheim wochenlang, monatelang mitgespielt. Nie wurden mir sachliche Gründe genannt. Nie wirkliche wissenschaftliche Gründe für die Ungleichbehandlung. Immer wurde die Verantwortung weitergeschoben. Diese Diskriminierung ist den Kollegen schlicht egal. Und auch den Besuchern des Sommerfests der Uniklinik am Freitag wird die Diskriminierung ihrer ungeimpften Kollegen einfach egal sein. Wir können sie am Freitag mal fragen. Vielleicht machen wir das. Auf der Suche nach jemandem, dem Diskriminierung nicht egal ist, habe ich aber jetzt Verbündete gefunden. Die kommunale Antidiskriminierungsstelle in Heidelberg. Auf deren Homepage steht nämlich Folgendes. Ich zitiere wörtlich.
Wenn Menschen ohne sachlichen Grund wegen bestimmter Merkmale ungleich behandelt oder abgewertet werden, spricht man von Diskriminierung. Solche Merkmale können zum Beispiel die ethnische Herkunft, die Hautfarbe, die Sprache, das Geschlecht, die Religion oder die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die sexuelle Identität sein. Also ich finde mich da wieder. Nach meiner Weltanschauung ist die Würde des Menschen unantastbar. Nach meiner Weltanschauung ist die körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung ein wichtiges Grundrecht. Und ich habe übrigens auch die Ansicht, dass niemand zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment gezwungen werden darf. Steht weiter auf der Homepage, Einschränkung. Bitte beachten Sie, dass die kommunale Antidiskriminierungsstelle nur in solchen Fällen aktiv werden kann, bei denen Heidelbergerinnen und Heidelberger betroffen sind oder die sich auf dem Gebiet der Stadt Heidelberg ereignet haben. Nun ja, ich bin Heidelberger und ich fühle mich in Heidelberg diskriminiert. Ich denke, ich werde die mal anschreiben. Ich werde gerne berichten. Und falls sich von euch noch jemand irgendwann mal diskriminiert fühlt, es steht euch zu, schreibt sie an. Das wäre doch vielleicht mal eine Möglichkeit. Ich danke euch. Ja, ich danke euch. Es war wirklich wieder schön. Es geht ja auch voran. Also wir sind ja doch wieder über 100 Leute gewesen. Auch in der Politik geht es voran. Wir haben ja jetzt auch ein Selbstbestimmungsgesetz, glaube ich. Also wir rufen ja immer Friede, Freiheit, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung haben wir jetzt schon. Wir müssen uns zwar 1 bis 3 Mal spritzen pro Jahr, aber wir dürfen dann auch einmal das Geschlecht wechseln. Das ist wirklich hervorragend. Da sind wir doch alle froh. Darauf haben wir doch alle lange gewartet. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch Frieden und Freiheit. Ich danke euch vielmals. Sirak, hast du noch was zu erzählen? Sonst würde ich die Veranstaltung hier schließen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Nachhauseweg. Esst noch ein Eis unterwegs, solange man sich das noch leisten kann. Und dann sehen wir uns alle nächste Woche in der Schwanenteichanlage und laufen wieder einen schönen Weg hierher. Bis bald. Achso, ja, die Ordner bitte nicht vergessen und die Schilder könnt ihr einfach hier vorne wieder abstellen. Vielen Dank.